Autor und Regisseur Paul Haggis dürfte den meisten wohl spätestens seit L.A. Crash ein Begriff sein. Und seitdem landet er eigentlich einen Erfolg nach dem anderen. Million Dollar Baby, Flags for Our Fathers, Letters from Iwo Jima, James Bond, Casino Royale, Im Tal von Ila, Ein Quantum Trost und... er hat sogar das Spiel Call of Duty Modern Warfare 3 geschrieben, aber kurz davor 72 Stunden, The Next 3 Days, mit Russell Crowe und Elizabeth Banks in den Hauptrollen. Und wir müssen uns den Ausgangspunkt von dem Film mal so vorstellen. Russell Crowe und Elizabeth Banks sind im Wohnzimmer, der gemeinsame Sohn ist dabei und plötzlich stürmt die Polizei bei der Tür herein und verhaftet sie. Die Frau. Russell Crowe zuckt fürchterlich aus, hat keine Ahnung, worum es geht, dreht halb durch, sie ist vergleichsweise irgendwie gelassen. Dann, ich glaube, nächste Szene oder übernächste Szene besucht er sie im Gefängnis, er ist immer noch auf 1000, sie, also angenehm ist er halt nicht, aber so 20 Jahre muss ich das nicht unbedingt haben. Was für mich, ich meine, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich in der Situation reagieren würde, aber ich halte ihre Reaktion vielleicht ein bisschen untertrieben, wenn man die Magnitude von dieser Situation bedenkt. Aber sie hat dann, ich würde das jetzt gar nicht als Schwäche des Films abtun, sondern einfach daran, dass sie sich mit dieser neuen Situation relativ schnell auseinandersetzt und nachdem sie offensichtlich davon überzeugt ist, unschuldig zu sein, dass sie weiß, dass sie eh wieder freikommt. Gut, trotz Verurteilung, eine interessante Vermutung. Nach 3 Jahren geht dann nämlich Russell Crowe in Revision. Und in dieser Revision heißt es, die Beweise sind eigentlich immer noch ziemlich eindeutig. Und das war's. Also sie bleibt verurteilt, sie bleibt im Gefängnis. Und vor allem, es ist ihr letztes Rechtsmittel in Wirklichkeit erschöpft. Das heißt, der Anwalt meint quasi, es gibt noch irgendeine Möglichkeit, aber kein seriöser Anwalt würde das machen. Worauf Russell Crowe meint, naja gut, können Sie mir ein paar nicht seriöse Anwälte empfehlen. Also relativ witzig, bis Russell Crowes Frau dann einen Selbstmordversuch begeht und im Krankenhaus landet. Was ich auch interessant finde, Russell Crowe fährt natürlich sofort zu ihr, rennt in das Krankenhaus rein. Der Arzt meint, nein, es ist Besuchsverbot, es darf niemand zu ihr. Russell Crowe sagt 5-mal bitte, bitte und schon ist er drin. Interessant, manche Ärzte dürfen von ihrem Job nicht wahnsinnig viel halten, weil auch wenn man es natürlich nachvollziehen kann, dass Russell Crowe da rein will und auch wenn man der Meinung ist, er sollte schon seine Frau sehen können, wenn von ganz oben dann der Befehl kommt, man darf ihn nicht zu ihr lassen, ist es schon irgendwie blöd, seinen Job dann dafür zu riskieren. Aber das ist nur eine Sache. Und dann wird's nämlich interessant, weil Russell Crowe merkt langsam, es wird nichts bringen, seine Frau kommt aus dem Gefängnis nicht mehr raus und deswegen entschließt er sich dazu, sie frei zu bekommen, sprich auszubrechen. Und er trifft dann jemanden, der ein Buch über seine Gefängnisausbrüche geschrieben hat, der glaube ich 7-mal erfolgreich aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, wo man denkt, das erinnert mich so wie die Aussage von Mark Twain, es gibt nichts Einfacheres, als mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe es schon 274 Mal geschafft. Erfolgreich aus dem Gefängnis bricht man 1-mal aus. Nicht 7-mal. Aber okay. Abgesehen davon, dass der Kerl darüber ein Buch schreibt, was jetzt sicher nicht wahnsinnig legal ist, hat er nichts dagegen, dass Russell Crowe das Gespräch zwischen den beiden aufzeichnet. Und er zeigt sich ganz frei in der Öffentlichkeit. Ich meine, ich weiß nicht, wie seine Verfahren letztendlich sind, aber wenn er jemandem öffentlich Tipps gibt, wie man aus dem Gefängnis ausbricht und der das aufnehmen darf, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das ein strafrechtlich relevanter Tatbestand ist und dass niemand mit besonders vielen Gehirnzellen in seinem Kopf das machen würde. In der Öffentlichkeit. Wäre denn Aufnahmegerät, ich meine, er kriegt Geld dafür, aber ja. Abgesehen davon, ich muss sagen, bis jetzt, das war jetzt glaube ich die ersten 25, 30 Minuten bei dem Film, da sind mir noch einige kleine Ungereimtheiten eben aufgefallen, aber ab jetzt
geht's wirklich los, weil Russell Crowe weiß jetzt, was er tun muss, damit er seine Frau frei bekommt. Und das ist überraschenderweise alles ziemlich illegal. Und er strudelt immer weiter nach unten in diesen Sog aus Gewalt und Verbrechen und besorgt das alles und wird selbst immer kaltblütiger, aber und verfolgt dieses Ziel wirklich mit einer Verbissenheit. Was ich aber extrem toll finde, Russell Crowe ist ein fantastischer Schauspieler. Und was mir an ihm vor allem so gut gefällt, er ist in gewisser Hinsicht der Minimalist der amerikanischen Schauspieler. Weil während die meisten noch wirklich eine deutliche Mimik brauchen, um ihre Gefühle darzustellen, Russell Crowe sitzt irgendwie einfach nur da und man weiß eigentlich sofort komplett, wie es ihm geht. Und das ist eine große Stärke von seiner Schauspielkunst, weil er einfach nie sich in übertriebene Gestik, übertriebene Mimik verliert, sondern in gewisser Hinsicht mit dem wenigsten das meiste erreicht. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz fantastische Leistung. Vor allem, wenn man ihn als Hauptcharakter durch den ganzen Film verfolgt. Man spürt richtig diese ganzen emotionalen Probleme, durch die er geht. Diese, auch in gewisser Hinsicht, diese Moralverstellungen, die im Prinzip vor seinen Augen zerbröseln. Und wie er immer wieder mitkriegt, was er alles tun muss, damit er seiner Meinung nach unschuldige Frau letzten Endes aus dem Gefängnis frei bekommt. Und das ist wirklich eine extreme Stärke. Alleine durch diese Nachdenklichkeit, alleine dadurch, wo zu sitzen, ohne in... Also es gibt viele Szenen, in denen Russell Crowe gar keinen Dialog hat und keinen Dialog braucht. Das ist in etwa so, wie wenn ich hier ein Filmreview mache, ohne ein Wort zu sprechen. Ich sitze nur da und quasi per Gedankenübertragung über die Kamera könntet ihr sofort wissen, was ich über den Film gesagt habe. Aber jetzt nicht nur und sondern wirklich differenziert, wirklich bemerkenswert genau. Und das schafft Russell Crowes Schauspiel. Und das schaffen wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Schauspieler. Was mir auch sehr gut gefallen hat bei dem Film, ist die Art, wie die Geschichte inszeniert ist. Er baut die Charaktere sehr gut auf und er baut vor allem im zweiten Akt diesen Ausbruch fantastisch aus. Also wie Russell Crowe das Ganze plant, was er alles besorgt, mit welchen Kriminellen er in Kontakt kommt, das alles wirkt so lebendig, aber in gewisser Hinsicht wirkt der Handlungsverlauf zu keiner Zeit forciert. Es sind die Übergänge zwischen den Szenen, die Interaktionen zwischen den Charakteren sind einfach natürlich, dynamisch und durch die hervorragend geschriebenen Dialoge einfach nachvollziehbar. Alles, was in dem Film passiert, ist eigentlich zu jeder Sekunde nachvollziehbar. Und das ist eine riesige Stärke. Bis es dann natürlich im dritten Akt darum geht, diesen Ausbruch wirklich zu vollführen, wo der Film dann, der immer schon in Richtung Action-Thriller geht, aber dann doch mehr beim Thriller hinkt, den Action-Teil raushängt. Und das ist hervorragend konzipiert, wie diese Flucht abläuft. Die Action ist toll inszeniert und vor allem kommt in diesem Bereich immer mehr die Polizei zum Tragen. Und man sieht immer mehr die Ermittler, die versuchen, Crowe und seine Frau wieder zu stoppen und aufzuhalten, was stilistisch und moralisch eine sehr interessante Sache ist, weil man einerseits mittlerweile Russell Crowe als Hauptdarsteller und im Prinzip Sympathieträger akzeptiert hat, auch wenn er im Laufe des Films wahrscheinlich mehrmals lebenslänglich ausfressen würde. Aber um den Zuschauer in gewisser Hinsicht wieder daran zu erinnern, dass eigentlich, auch wenn man irgendwie nachvollziehen kann, was Russell Crowe vielleicht tut, das Ganze falsch ist. Und das ist von Paul Haggis wirklich ein sehr, sehr geschickter Schachzug. Weil in gewisser Hinsicht
Selbstjustiz, und eigentlich ist es ja nichts anderes, nicht nur darstellt, sondern auch gleichzeitig hinterfragt, aber auf mehrere Arten hinterfragt. Und auch bei der Polizei gibt es wirklich gute Darsteller, und alle Rollen sind, bis auf übrigens Ty Simpkins als Sohn von Russell Crowe, den wir kennen aus Insidious, sehr, sehr gut besetzt. Also ich kann nur sagen, 72 Stunden, The Next 3 Days, ist meiner Meinung nach einer der besten Thriller des Jahres 2011. Fantastisch geschrieben, dynamisch erzählte Handlung, hervorragende Charaktere und vor allem für die Geschichte nicht nur eine passende und tolle Emotionalität, sondern auch das Erzählen von verschiedenen Ebenen. Diese Interpretation von was ist Gerechtigkeit. Der Film stellt, eigentlich nicht beantwortet, sondern stellt einige extrem wichtige Fragen auf gar nicht mal unsubtile Art und Weise. Also es ist ein gut durchdachter, hervorragend inszenierter, spannender Film, den ich euch an der Stelle wirklich uneingeschränkt empfehlen kann.